Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu Besuch bei der Panzerbrigade Lipperland in Augustdorf. Auf ihrer Sommerreise machte die Ministerin Halt bei den Rekruten des Panzerbataillon 203 in der Rommelkaserne. Am Platz der Gruppe nahm sie sich die Zeit, die einzelnen Stationen der allgemeinen Grundausbildung kennenzulernen. Die Rekruten hatten dabei die Gelegenheit, der Ministerin über ihren Dienstalltag zu erzählen. Ich war sehr aufgeregt, weil das ist natürlich schon was Tolles, wenn man nur 3 Wochen bei der Bundeswehr ist und sofort dann die Ministerin kennenlernt. Damit hat man gar nicht gerechnet, als ich mich vor 6 Monaten bei der Bundeswehr beworben habe. Und ja, das ist schon erstaunlich. Als nächstes traf die Ministerin auf Soldaten, die ihr ausführlich über den Auslandseinsatz berichteten. Momentan stellt die Brigade etwa 450 Soldatinnen und Soldaten für den Einsatz in Afghanistan. Deswegen lag der Schwerpunkt des Austausches besonders bei der Familienbetreuung und Fürsorge während und nach dem Einsatz. Ganz entscheidend ist für Soldatinnen und Soldaten, die verwundet, sei es körperlich oder seelisch verwundet, aus dem Einsatz zurückkehren, dass sie hier Personen haben, die sie ansprechen können und die ihnen helfen, den Weg zurück, nicht nur durch die Hilfsangebote, sondern auch die Bürokratie und vor allem den Weg zurück in Gesellschaft und Familie zu finden. Insgesamt danke ich dem Standort für die Offenheit, mit dem der auch das Thema Gefallene, Verwundete angenommen worden ist durch die Erfahrung im Einsatz und wie viel wir auch lernen können aus den Schritten, die hier gegangen worden sind. Für die Rekruten geht die Grundausbildung weiter und auch die Ministerin setzte ihre Sommerreise fort.